Servus Leute, willkommen zurück zur gelben Edition von Pokémon. Im letzten Part haben wir Misty und Gary besiegt. Ich glaube, dass das der letzte Part war. Aha, ich habe die Rechtstaste nicht belegt. Moment, ja, das machen wir jetzt im Video, weil ich keine Lust habe, da irgendwie Dingens das rauszuschneiden. Ich habe rechts auch auf oben belegt. Bin ich dumm? So, jetzt geht's. Ja, alles klar. Gut, das werde ich nicht rausschneiden. Das kann ruhig drin bleiben, weil die Leute ja sehen sollen, dass ich auch kein Profi bin. Und um ehrlich zu sein, möchte ich auch kein so ein Profi sein. So, wir wollten... Was wollten wir denn eigentlich? Ich hab's vergessen. Auf jeden Fall müssen wir die Nuggetbrücke entlang gehen. Und den ersten Trainer totkloppen. Das hier ist die Nuggetbrücke. Wenn du uns 5 Trainer besiegst, erhältst du einen wertvollen Preis. Willst du dein Glück versuchen? Ja, ich habe mir ja vorgenommen, dass ich in diesem Let's Play den New Glitch aktivieren werde. Oder besser gesagt, dass ich ihn euch zeigen werde. Da ich aber selbst nicht weiß, wie der geht, habe ich mir ein Video davon ansuchen müssen. Habe ich mir ein Video vom New Glitch suchen müssen, davon gibt es ja zum Glück mehr als genug. Und gerade hat, also nicht gerade, aber zum perfekten Zeitpunkt hatte ich bemerkt, dass der Spielofreak auch so ein New Glitch Video hochgeladen hatte. Das habe ich mir angesehen. Und ich weiß jetzt, wie der Cheat, wie man diesen, naja, Cheat ist das nicht, oder? Das ist ein Cheat, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, wie man diesen Glitch oder wie auch immer aktiviert. Und dafür danke schon mal, Spielofreak. Ich hoffe, mir wird es auch gelingen. Und seht ihr es in meinem Let's Play ebenfalls. Ob ich New dann allerdings fangen werde oder nicht, das weiß ich nicht, weil ihr wisst ja, Leute, legendäre Pokémon gehen mir am Arsch vorbei. Die sind für mich im Dreck wert. Ja, so bösartig das klingt, aber es ist leider so. Von legendären Pokémon halte ich überhaupt nichts. Wow, du bist gut. Einzig und allein aus dem Grund, dass... jeder Penner kann mit legendären Pokémon gewinnen. Und ich möchte nicht so einer sein. Ich bin Nummer 2, nun wird es ernst. Also was ich meine mit, ja. Zum Beispiel, naja, gucken wir mal, was so taub sie. Zum Beispiel habe ich ja mal Pokémon Online gespielt. Das geht bei mir allerdings nicht mehr, keine Ahnung warum. Und habe ich mit meinem Standard-Team, habe ich gegen irgendwelche Random-Leute gekämpft. Und einer hat natürlich... ein Legendenteam am Start gehabt mit allen möglichen gebannten Pokémon und so weiter. Und ja, ich habe zuerst abgelehnt, weil warum sollte ich gegen so einen kämpfen? Ich weiß sowieso, dass ich verliere. Ja, dann hat er mich immer wieder angeschrieben. Immer und immer und immer und immer wieder. So lange, bis es mir auf den Zeiger ging. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mach trotzdem mal. Dann hat er natürlich logischerweise gewonnen. Und hat sich, ja, benommen wie ein kleines Kind. Hat gesagt, ja, ich bin der Beste, ja, du bist lame und bla bla. Und wenn ich sowas schon lese, dann denke ich mir, okay, du bist so lame. Zuerst nur ein Team aus Legenden nehmen, dann jemanden so sehr auf den Sack gehen, dass er auf jeden Fall eine Herausforderung annehmen wird. Und dann ihn auch noch, ja, sich über ihn lustig machen. Also das ist wirklich lame. Und zwar total. Aber nun gut, ich weiß, dass man da einstellen konnte von wegen, ja, diese Pokémon nicht und... ja, ich weiß natürlich, dass es da dementsprechende Einstellungsmöglichkeiten gibt. Aber ich verwende da, oder besser gesagt habe, am meistens den offenen Modus gewählt, weil... ich konnte ja nicht wissen, dass ich gerade an so einen komme. Aber naja, und ich habe neulich ein Video von Vanny gesehen, also Vantezilla heißt sie, glaube ich. Ich vergesse den Namen immer wieder, tut mir leid dafür. Wo ist ihre neue... wie konnte ich verlieren, war glaube ich der Text. Wo sie ihre Facecam präsentiert hat, wie... leck mich. So, es geht weiter. Erstmal einen Sound anmachen. Was wollte ich sagen? Irgendwas wegen Vanny.
ja, wegen ihrer Webcam, weil die Webcam ist geil von ihr. Und ich habe gesehen, sie hat das Mikrofon ziemlich nahe beim Mund. Ich habe das, also ich wollte Tränke kaufen. Ich habe das eben nicht, mein Mikrofon steht fast 1 Meter weg von mir. Naja, jeder wie er will. Ich weiß eben nicht, wie es die Profis haben. Obwohl ich kein Profi bin, aber egal. Das Schlimme ist, morgen habe ich auch noch Schularbeit. Ja, Buchführung. Schnöde. Warum gucke ich immer auf Sander an? Wie viel Kohle habe ich? Wow. Ich kann damit richtig auf die Kacke hauen. Geil. Komm her. Gib mir einen Supertrank oder so. Einen normalen Trank. Einen normalen Trank brauche ich eigentlich nicht. Das ist Mega Heap. Das ist Wirbelwind, glaube ich, also kommt er weg. TM11 ist der Blubstrahl. Oh, halt noch was. Das Domfossil könnte ich in den Mistkübel schmeißen. Ein Abfalleimer. Ne, ich leg's auf den PC. Ich bin am Überlegen. Was mache ich hier bei einem Pokémon? Das wollte ich nicht. Ja, man hört Geräusche nebenan, deswegen bin ich auch etwas leiser. Warum gucke ich die ganze Zeit auf Sandam? Ach, wisst ihr was? Ablegen, Menki. Keine Ahnung, warum ich das überhaupt jetzt noch mit habe. Smetbo könnte ich mitnehmen. Bisasam könnte ich mitnehmen. Smetbo muss ich offscreen sowieso noch trainieren, bis es Schlafpuder lernt. Ich nehme Bisasam. Weil Bisasam geil ist. So einfach ist das. Muss ich zwar wieder rechts den Rahmen ändern, aber egal. Die ganze Zeit auf Pokémon. Ich weiß nicht, was los ist. Wie erreiche ich in diesem Part jetzt gar nichts? Aber naja, das Projekt dauert ja noch lang genug. Also, ja. Und wie gesagt, ein Hauptteam habe ich sowieso schon auf die Beine gestellt. Dritter! Hier kommt Nummer 3. Ich mache dir das Leben schwer. Glaub mir, Junge, ich habe so auch so schon schweres Leben. Ratzfatz. Klar, jetzt wo ich Menki weggepackt habe. Naja. Autsch. Autsch, war etwas zu heftig. Ja, Hyperzahn ist eine starke Attacke, beherrschen allerdings nur wenige Pokémon. Ich glaube nur Bidifas und Ratzfatz oder so. Obwohl Sandan so eine megamäßige Defensive hat. Retter. Nee, das ist doch. Oh, wieder dieses Teil. Ich hoffe, Bisasam ist schneller. Obwohl, ich weiß nicht. Rettern. Ist Rettern schnell? Naja. Ich mach mal hier einen auf Edelsamen. Natürlich geht's daneben. Mach schon Bisasam. Danke. Setz einen Giftstachel ein. Wow. Wie viel bekomme ich? 2. Wie viel Schaden mache ich? Auch nicht besonders viel. Ah, das ist doof. Setze ich Ratzfratz ein. Jetzt kommt nämlich mein Hyperzahn. Ich werde vergiftet. Nein, doch nicht. Geil. So, Hyperzahn. Geht natürlich daneben.
Weil Treffhand immer noch nicht vergiftet, geil. Warum haben sie Ratzfatz hier nicht auch lila gemacht? So wie Rettan. Ratzfatz ist doch lila. Keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. Naja. Zubat. Ich glaube, ich lass Ratzfatz. Ja, wie nix. Und erreicht Level 15, geil. Ah, eiskalt erwischt. Ich mag diese Musik. Habe ich mir jetzt Tränke gekauft oder nicht? Nee, habe ich natürlich nicht. Ich glaube, ich werde mir jetzt ein paar Tränke holen. Sicher ist sicher. Ja, da ist ein Elektroball, in Rot und Blau ist da, glaube ich, ein Namus. Das nicht gehorcht. So, 5 Tränke. Einfach zur Sicherheit. So, und dann wollen wir Sander jetzt auch noch heilen. Dann ist alles in Ordnung. Dann hat jeder seinen Spaß gehabt. Das vierte Scharnierer, das sieht irgendwie seltsam aus. So ein creepy Blick. Oh. Nee, überhaupt nicht creepy. So, dann ist Scharnierer creepy. Das gibt's gar nicht. Scharnierer kann gar nicht creepy sein. Naja, eigentlich hätte ich noch einen Platz im Team frei haben sollen, weil da oben steht ja so ein Typ, der einen Glumanda andrehen will. Matthias, ich habe schon ein anderes Feuer-Pokémon. Ich bin Nummer 4, wirst du müde? So, weil ich gerade heilen war, nicht. Außerdem bin ich nicht so der Glurak-Fan. Zum Kämpfen ist es ganz gut, aber ansonsten, ja, ich weiß nicht. Und hier habe ich eine seltsame Typverteilung. Naja, das wird sich in Zukunft dann auch noch ändern, das weiß ich. Und ich habe hier mein Team aufgekritzelt, wer im Team sein wird. Und auch einigermaßen die Attacken habe ich schon im Kopf. Und ja, da sind fast alle VM-Attacken vertreten, nur die VM-Blitz nicht. Ich könnte eigentlich Neo fangen, wenn ich die Neo-Glitch verwende und das als VM-Sklave missbrauchen. Wäre nicht schlecht. Was? Weibliches Nidoran? Okay, dann setze ich das männlich ein. Level 16. Entwickelt sich das Teil nicht Level 16? Du hast die Entwicklung abgebrochen, mein Fräulein. Oi. Und jetzt erst recht oi. Ach. Das kann dauern. Ja, muss ich immer auf Taktik. Ach du mit deinem Doppelkick. Wie viel mache ich damit? Ich weiß, es ist dumm, aber trotzdem. Niedlich. Ja, stimmt ja, das Teil ist ja 3 Level höher als ich. Ich dachte, keine Ahnung warum, aber ich dachte, unser Level wäre gleich hoch. Naja. Ja, es macht schon wesentlich mehr Schaden. Ui, Tackle. Ja, macht wesentlich mehr Schaden als der dumme Doppelkick. Komm schon, du nährst mich nieder an. Jawohl, weg. Jetzt zahlen sich die Tränke aus, die ich gekauft habe. Wolf besiegt Göre. Ich habe auch verloren. Ihr werdet alle gegen mich verlieren. Moment, wo sind denn die Tränke da unten? Pack ich sie etwas weiter hoch. Warum bin ich. Ach, egal. Warum auch immer ich jetzt auf Flugzeug gegangen bin, aber naja. Ich müsste Topsy trainieren. Topsy entwickelt sich gleich.
Und bestenfalls würde ich die Entwicklung noch in diesem Video zu sehen bekommen. Was? Ein Geräusch. Wahrscheinlich wieder Krankenwagen. Der war ja in den letzten Tagen ziemlich oft hier. Ich bin Nummer 5, ich mach dich fertig. Warum auch immer, aber naja. War wahrscheinlich ein LKW, der draußen herumfährt. Achso, der hat ja nur eins, genau. Ich dachte eigentlich, dass die zwei Pokémon hätte, aber naja. Ich dachte, oh, Kartenschlag. Hohe Volltrefferquote. Ich dachte eigentlich, der hat einen Ratzfatz und einen Mankey. Ja, was mache ich gegen den Volltreffer-Heini? Versuchen wir es mit Habitak. Ja, klar, er ist schneller, oder? Ah, zum Glück ist er dumm. Ja! Moment, jetzt opfer ich Habitak. Ja, ist vielleicht blöd, aber dann bekommt Taubsi die ganzen Erfahrungspunkte. Und dann kann es sich vielleicht schon entwickeln, wer weiß. Das wäre zumindest schön, dann sieht man das im Video auch. Oh. Nee, leider nicht. Egal. Das war zu viel des Guten. Herzlichen Glückwunsch, du hast alle 5 Trainer besiegt. Du hast einen großartigen Preis gewonnen, ein Nugget. Möchtest du Mitglied des Team Rocket werden? Ja! Unsere Gruppierung bei uns Pokémon für teuflische Zwecke. Ich weiß, deswegen will ich auch teilnehmen. Möchtest du beitreten? Ja! Warum nicht? Will ich doch! Komm schon, werde Mitglied, will ich doch! Ich empfehle dir, Mitglied zu werden. Ah ja, auf jeden Fall! Ich glaube, ich sollte ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Dieses Angebot kannst du nicht ablehnen. Ja, das ist leider schlecht, dass man hier nicht dem Team Rocket beitreten kann. Aber naja, wahrscheinlich würden sich alle Team Rocket anschließen und dann wäre die Edition so gesehen auch schon vorbei. Also würde es irgendwie Sinn ergeben. Oh nein. Du wirst bestimmt gleich Wickel einsetzen, du Scheißteil. Aha, ich hab's aber verhindert. Das ist das Scheißteil, ich liebe Arbok. Dummes Zubat. Dich hasst jeder. Oder fast jeder. Okay, Taubsi muss diesen Kampf noch bestehen und dann gibt's Level Up und Entwicklung und geiles Tauboga, was ich liebe. Ich finde Tauboga so schön. Keine Ahnung, warum ich liebe es einfach. Wow. Dass du mich nicht ausgezuzelt. Ich werde es dir zeigen, du Hansel. So. Aus dem Ausschluss, basta finito. Taubsi erreicht Level 18 und entwickelt sich zu Tauboga. Wow, du bist gut. Guckt. Ist so wunderschön, ich liebe es. Na, dann können wir so leicht die rechte Hand vom Boss. Oder im Team Rocket. Im Team Rocket, die rechte Hand vom Boss. Ach, ist schon. Hallo, ich kann einfach keine Pokémon trainieren. Ich habe mich nicht genug um mein Glumanda gekümmert. Sprich mir gut, ja, gib her. Nein, will ich nicht. Ist nicht genug Platz. Ja, hier werden die Pokémon noch automatisch übertragen, aber später ist dann, du hast keinen Platz im Team. Warum auch immer, das finde ich voll dumm. So, für den New Glitch ist es wichtig, dass dieser Trainer hier am Leben bleibt. Den dürfen wir nicht besiegen und deswegen werde ich ihn auch nicht besiegen. So, jetzt setze ich mal Ratzfatz an die Spitze, weil, Moment. Der Typ da oben, der da, hat glaube ich Mascholo und Kleinstein und der Typ da hat Onix. Den mache ich fertig. Du möchtest zu Bill, aber erst wird gekämpft. Du.
Eigentlich könnte ich jetzt schon den Neo-Glitch anwenden. Theoretisch gesehen könnte ich ihn anwenden. Ich müsste eben nur ein bestimmtes Pokémon fangen. Also kein bestimmtes, aber... Oh Mann, oh. Ich bräuchte ein Abra. Wisst ihr was, Leute? Ich gucke mich einfach oben in dieser Division. Schauen wir mal, ob es da irgendwo ein Abra gibt. Der Part dauert sowieso nicht mehr so lange, also. Du hast viel Erfahrung. Irgendwie habe ich ihnen eine Zuhörerstimme gegeben, aber egal. Gibt es irgendwo Abras? Ich weiß, weiter unten gibt es welche, aber ich weiß nicht, ob es sie hier auch gab. Mirapla. Überlebst du einen Hyperzahn? Ja, tust du. Okay, du bist gefangen. Wohl, vielleicht sollte ich mir die Bälle für Abra aufsparen. Mirapla wurde gefangen. Naja, zumindest etwas in diesem Video reicht. Mirapla, Unkraut. Wenn man versucht, dieses Unkraut-Pokémon aus der Erde zu ziehen, dann schreit es fürchterlich laut. Wie eine Mandragora. Hat man ja gesehen in Madfather und Haunting Ground. Da gab es die nämlich auch und haben mich in den Wahnsinn getrieben, vor allem im Haunting Ground. Oh, Knofenser, Knofenser. Du hast weniger Verteidigung als Mirapla, glaube ich. Natürlich verfehle ich. Es wächst und wächst. Es wird zum Riesenknofenser. Es wird zum Knofenser-Turm. Obwohl ich die Sprites hier in der gelben Edition sowas von geil finde. Vor allem auch von Trigaria und Satsenia. Dagegen ist der in Rot und Blau echt scheiße. Aber es ist ja kein Geheimnis. Knofenser, dieses Pokémon bevorzugt einen feuchten und warmen Lebensraum. Knofenser ernährt sich von Insekten. Ich dachte, ja, also von Ladybars oder so. Ich dachte, in der Pokémon-Welt gibt es keine normalen Insekten oder Tiere oder wie auch immer. Ich könnte mal weiter runtergucken. Ja, ich kann nicht sehen. Moment, Speed-Taste. Das werde ich nur verwenden, um ein Abra zu suchen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ja, tut mir leid für den Sound. Ich weiß gar nicht, ob es hier überhaupt Abras gibt. Dreimal noch. Eins, zwei, drei. Okay. Lassen wir es gut sein. Abras sollte zu 15% auftauchen, glaube ich. Ich weiß allerdings nicht, ob es sie hier gibt. Aber mehrere Plastik wird später so nervig werden. Wenn sie einen paralysieren und einschläfern und vergiften und alles und sich dann immer wieder hochsaugen. So, du bist schön aus dem Bild. Also ich werde jetzt mal... Ich werde jetzt offscreen mein Smackbow trainieren, bis es Schlafbruder erlernt. Dann werde ich... Ja, Hundegebell, das ist mir jetzt egal. Der Part ist hier gleich vorbei. Dann werde ich da oben gucken, ob es Abras gibt. Also ich werde mich informieren, ob es Abras gibt und dann werde ich eventuell im nächsten Part den New Glitch anwenden. Wenn es funktioniert, wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Gut, dann würde ich sagen, das war Pokémon Gelb. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fertig!